Es ist jetzt 20.17 Uhr auf dem Summer Breeze und wir kommen zum letzten Interview auf diesem Festival, auf dieser Bühne im EMP Backstage Club. Und ich freue mich sehr, dass wir hier sind. Zeal and Ira, meine Damen und Herren. Rastet aus! Danke. Das war Roadie-like. Das war ziemlich, das war ziemlich, ziemlich gut. Könnt ihr direkt mitnehmen. Film, aber danach. Abgeworben. Erstmal, wie geht's euch? Gut, wir hatten ein intensives Nickerchen jetzt gerade. Sind alle ein bisschen, sonnengedönst. Aber ja, sonst, ja. Von der Sonne gebrannt. Ja, ich glaube alle. Es ist ganz schön, dass wir jetzt ein bisschen Schatten haben. Lasst uns ein bisschen erstmal über den Werdegang reden, weil ich glaube, alle haben euch noch nicht auf dem Schirm, aber das wird sich sehr bald ändern. Es war, du bist mit einem sehr unerwarteten Stilmix ins Rennen gegangen damals, nach einer Umfrage, wenn das stimmt, auf 4chan. Ich habe hier meine, das auf Wikipedia? Hast du meine Notizen. Okay, kurz. 21. Jahrhundert. Ich habe kein Papier mehr. Klar, ja, klar. Und, ja, hast du einfach in die Runde gefragt, was soll ich denn bitte für Stile kombinieren für den nächsten Song? Und dann kam ein eigentlich vergleichsweise rassistischer Kommentar erstmal zurück. Weiß die betreffende Person, was sie da losgetreten hat? Ich vermute schon, ja. Ja. Was stand denn da? Da stand N-Wort-Musik und Black Metal. Und aber das waren zwei verschiedene Leute, die das geschrieben haben. Ach, das waren zwei verschiedene Leute? Genau. Also das ist natürlich krass. Und das hat dann unerwartet gut funktioniert. Hättest du das selber gedacht? Ja. Nee, danke, schönen Abend noch. Nein. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ja. Nein, natürlich nicht. Das ist, eigentlich in meinem Shitpost darf ich jetzt so eine Hauptbühne spielen, mit meinen Freunden um die Welt reisen und fremde Leute anschreien, professionell. Das ist halt krass. Also ich meine, da sind das zwei Genres aufeinander geprallt, wie sie eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Also das Black Metal und Gospel, Spirituals, wie man auch immer es nennen will. Und die rennen aufeinander zu und umarmen sich unerwartet, muss man fast sagen. Jetzt lag das Material erstmal da und dann hat es ein bisschen gedauert, bis Leute darauf aufmerksam geworden sind. Ist das so gelaufen? Genau, das hat ein bisschen gedauert, um deine Worte zu wiederholen. Sorry. Aber das ist ja dann auch so, wenn du diese beiden Sachen kombinierst, kannst du eigentlich aus beiden Lagern erstmal nur Gegenwind ernten. Du hast auf der einen Seite Spirituals, also wirklich auch eine religiös motivierte Geschichte. Dann hast du mit Black Metal auch eine religiös motivierte Geschichte. Manchmal sogar eine leicht rechtsextremistisch motivierte Geschichte. Ne? Ja. Sprechen wir über den Elefanten im Raum. Da kommt erstmal Gegenwind von beiden Seiten wahrscheinlich, ne? Von der Spiritual-Seite eigentlich nicht so. Weil weniger, ne? Ich habe da auch nicht besonders viel Berührung mit. Aber eben, es gibt Leute, die nehmen das Black-Metal-Zeug halt richtig ernst und die wollen ganz doll Musik wie vor 30 Jahren genau so machen, um dann wie eine Band zu klingen, die bereits existiert. Cool, aber ich finde es dann irgendwie komisch, ist man auf Musik wütend. Ja. Also das fasst dich nicht sonderlich an, sagen wir mal so. Nein. Also, warst du denn vorher schon eher dem Metal zugetan? Also würdest du dich als Metalhead bezeichnen oder ist das durch diese Arbeit an diesem Projekt so gekommen? Nein, schon. Also ich habe Black Metal gehört als Teenager. Also erst Punk, dann Grindcore, so japanische Kampfspiele und sowas. Und dann cool. Ja, dann den Metal für mich entdeckt. The Metal. Jetzt ist es, ich habe vorhin bewusst Projekt gesagt, inzwischen sagen wir, glaube ich, Band, weil offensichtlich ist das eine Band. Habt ihr, das vielleicht mal eine Frage an die Band. Gibt es da komplett demokratische Strukturen oder ist Manuel der Boss? Falls ihr euch nicht traut zu antworten, könnt ihr mir Handzeichen geben. Eigentlich ist Manu so Zettel, der Boss. Zettel mit Hilfe. So. Eigentlich ist Manu der Boss, aber wir machen das schon alle miteinander. Ihr macht das alle miteinander. Also mittlerweile läuft das Songwriting auch gemeinsam oder läuft das noch so, ist das noch deine Feder? Schon noch seine Feder, aber es ist dann immer ein Faktor von der Umsetzung im Live-Kontext und jetzt wahrscheinlich auch auf dem potenziellen neuen Dingen. Potenzielles Neues? Ich wollte ja gleich erst was zu fragen. Das Self-Titled-Ding von 2022, glaube ich, kann man sagen, ist das dritte Studioalbum, ist für mich eines, wenn nicht das Album des letzten Jahres, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin echt massiv begeistert von dem Ding. Und ich finde es deswegen so geil, weil
dieser exotische Stilmix irgendwie kein Korsett darstellt und ihr euch eben nicht wie so ein One-Trick-Pony am Ende entpuppt habt. Aber ist es für dich, und jetzt die Frage dann nochmal bewusst an dich, wenn du für Songwriting immer verantwortlich bist, ist es für dich immer noch wichtig zu sagen, ich muss jetzt beide Elemente in einem Song unterbringen oder bist du da mittlerweile völlig frei und sagst, ja, dann jetzt mal eben kurz ein bisschen weniger Gospel? Mir ist es wichtig, ein bisschen Freiheit zu haben. Und ich glaube, das Wort Korsett ist da ziemlich treffend. Ja. Wir wollen uns da nicht in eine Ecke malen und dann irgendwie dann halt die Band sein, die Blues mit Black Metal kombiniert. Es ist halt dieser Balanceakt zwischen den Erwartungen gerecht zu werden vom Publikum und eigentlich die Selbsterfüllung. Aber wir sind in der glücklichen Situation, in der wir von uns erwartet wird, etwas Neues zu tun. Das heißt, der Ulk ist frei. Vor allem, egal in welche Richtung es geht, man hört eigentlich immer Manuel noch durch. So. Auch bei den Dingen, die er macht, die nicht jetzt für Silenado gedacht sind. So. Jetzt gibt es nicht nur die Band und die Alben, jetzt gibt es auch noch ein Dokumentationsfilmprojekt, Play with the Devil, you come in Silenado. Ich kenne bislang nur den Trailer, aber auch in dem wird ziemlich deutlich, was ihr da eigentlich losgetreten habt. Erstmal die eine Frage, überfordert dich das manchmal? Nein, aber ich denke auch nicht genug darüber nach, um das irgendwie zum Thema werden zu lassen. Ich glaube, es ist eine so bizarre Situation, in der wir sind, dass wenn man das als etwaige Norm ansieht, dann wird man direkt arrogant. So. Aber ich glaube, wir haben die Kurve so weit es geht gekriegt. Das Ding mit Arroganz ist, du weißt nie, wenn du selber arrogant bist. Das ist so eine externe Entscheidung. Vor allem das Ding ist, dass irgendwie dieser Band oder diesem Projekt eigentlich ein Ruf vorhergeeilt ist. Also da gab es die ersten Showbookings für das Roadburn, da gab es uns als diese Form in der Form gar nicht. Genau. Und dann noch vielleicht zur Frage zurück wegen Gegenwind. Eigentlich für mich war der entscheidende Moment diese ersten 10 Shows, die wir gemacht haben, die man auch dokumentiert hat dort in dem Film. Und jetzt vergleichsweise jetzt mit einer Band wie Death Heaven, die wirklich krassen Gegenwind zugespüren hatten, so war das bei uns überhaupt nicht der Fall. Was immer noch für mich und ich glaube für uns immer noch so der größte Schockmoment ist und uns immer noch so ein bisschen ungläubig dastehen lässt. So. Ja. Irgendwann muss die Fassade irgendwie runterbrechen, dann checken die Leute, dass wir eigentlich einfach eine komische Band aus Basel sind. Wird das vielleicht, also bin sehr gespannt auf den Film, du sagtest gerade, euch gab es da noch nicht in der Form. Ne? Wie habt ihr euch gefunden? Erzählt das der Film auch? Bist du so lange begleitet worden von dem Team? Also er wurde sehr früh begleitet noch eben, also da war der Hype noch gar nicht so am Laufen. Also die hatten so dermaßen früh angefangen zu filmen. Das ist schon fast gruselig gutes Timing gewesen, extrem, muss man ehrlich sagen. Extrem. Und das Ding ist halt vielleicht auch, wie dieser Film entstanden ist. Basel ist recht überschaubar, auch von der Kulturszene im weitesten Sinne so. Und die Band, die war so zusammengewürfelt. So. Welche halbwegs fähigen Leute gibt es im Metal-Bereich? Und das sind etwa so die Leute, die man in Basel findet. Alle. Mit ein paar, ja, im Metal-Bereich, nee, schon, es gibt da schon noch andere, aber der Punkt war ja auch, dass man sich verträgt auf Tour, weil man sehr viel Zeit miteinander verbringt und dann ist auch nicht nur die Musik das Wichtigste, sondern auch soziales Zusammenleben. Ja, ich bin wirklich, wie gesagt, sehr gespannt. Ich hoffe, dass der Film dann auch bald seinen Weg in deutsche Lichtspielhäuser findet. Und dann wäre ja der andere Blick in die Zukunft, ihr habt es vielleicht gerade schon ein bisschen angedeutet, wie sieht es mit einem potenziellen weiteren Album aus? Ja, ich glaube, da könnte es etwas geben, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Handzeichen, sonst. Keine Ahnung. Nein, ich glaube, da gibt es schon noch was. Irgendwann sind wir wieder unterwegs. Heute ist so unser letztes Sommerfestival. Richtig coole Sache heute. Und dann denke ich, vielleicht nächstes Jahr sind wir irgendwo wieder zu sehen. Vielleicht mit neuen Songs, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Du hast gerade gesagt, heute ist euer letztes Sommerfestival. Das ist natürlich falsch. Es ist morgen, denn ihr spielt um 1 Uhr. Ja, das stimmt. Auf der Mainstage, wo ihr verdammt nochmal hingehört. Ich werde Kaffee mir intravenös geben und versuchen da zu sein. Und ich hoffe, ihr alle auch, falls ihr bisher noch nicht reingehört habt, ich weiß, es ist sehr unprofessionell, aus journalistischer Sicht jetzt hier Werbung zu machen, aber das ist fucking großartig.
Sie sind da, meine Damen und Herren. Applaus. Dankeschön. Danke. Okay.